Was geht? Ich bin's wieder. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ihr seht schon am Titel. Ich werde auch heute meine neue Uhr vorstellen. Ich habe ja schon ein paar Videos dazu gemacht, also auch zu unter anderem meine Uhrensammlung. Und heute werde ich euch meine neueste Errungenschaft zeigen. Und ich hole gerade mal das hier. So sieht die Box aus. Ist aus Holz, man denkt zuerst, es ist nicht so, aber ist so. Und wie man an dieser Schrift hier oben erkennen kann, steht hier Michael Kors. Ja, von welcher Marke ist es wohl bloß nur? Und ich würde sagen, öffnen wir das Ganze mal. Seid ihr gespannt auf die Uhr, Leute? Ich werde es jetzt öffnen. Und ich sehe nichts. Spaß, Leute. Mal wieder unlustig wie immer. Nein, ich habe sie natürlich nicht mehr hier drin. Hier ist übrigens noch. Ja, das soll ich noch nicht zeigen, sonst kann man sich schon die Uhr kennen. Und hier ist noch so ein Büchlein. Riecht nach Elektro. Cool. Und ja, hier hat man dann halt so ein Kissen, da kann man die Uhr wieder dran machen. Und hier unten steht auch noch mal Michael Kors drauf. Ja, und ich würde sagen, wir tun das Ganze mal wieder hier rein. Und wir kommen nun wirklich zu der realen Uhr. Diesmal kein Fake. So. So, und nämlich die Uhr. Seid ihr gespannt, Leute? Bam. Das hier ist die Uhr. Hier ist sie. Von Michael Kors. Ich werde auch nachher noch ein paar Aufnahmen von näher zeigen. Ja, wie ich zu der gekommen bin, ist ganz einfach. Ich bin in den Laden reingegangen. Da habe ich die gekauft. Und ja, nein, Spaß, Leute. Ich wollte natürlich auch schon länger eine Uhr. Und ich fand die einfach am besten. Ich finde, sie ähnelt auch vom Muster her von dem hier. Hier ist ja Silber und hier ist Gold. Doch hier kann man es gerade schlecht erkennen in dieses Licht. Ja, doch, man sieht's. Und das ähnelt so ein bisschen einer Rolex Datejust 2 hier. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal die Uhr noch genauer an. Hallo. Ja, Leute, hier sieht man nochmals die Uhr. Man kann es vielleicht nicht so gut erkennen, aber das ist hier ein blaues Ziffernblatt. Ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann. Einfach das mal von ganz nahe zeigen. Nein, man denkt, es ist schwarz, aber es irritiert durch die Kamera. Hier eben außen Silber und innen Gold. Hier steht auch nochmals Michael Kors hier drauf. Und das Ganze hat so einen Verschluss. Zick. So einfach. Ja, Leute, ich werde sie auch nochmals anziehen. So. Und zick. So sieht die Uhr am Handgelenk aus. Ich finde, geht klar. Fun Fact: Ich trage übrigens die Uhren immer rechts rum, obwohl man normalerweise sie immer auf der linken Seite tragen sollte. Also, nicht sollte, sondern einfach macht. Ja, und übrigens hier oben kann man noch die Zeit stoppen. Jetzt fängt das hier halt an zu zählen. Das ist so umständlich. Hier unten, dieses kleine Kreisteil hier, setzt sich dann in Bewegung und wenn ich nochmals hier drauf drücke, dann stoppe ich die Zeit. Wenn ich unten drauf drücke, dann geht es wieder zurück.
So einfach ist das. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's auch schon wieder von mir. Und bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.